Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die InStyle-Box ist bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man merkt, ich bin ein bisschen Matsche in der Birne. Das liegt daran, dass es draußen 34 Grad sind. Wow. Ich lasse auch gerade Wasser in meinen Pool laufen und gleich springe ich rein. Das habe ich eben auch schon bei einem anderen Unboxing gesagt. Ich mache die beiden Unboxings und dann gehe ich in unseren 18,99 € Rossmann Pool. genau. Die InStyle-Box erscheint alle 3 Monate, also quasi zu jeder Jahreszeit. Kostet 25 bis 30 Euro, je nachdem, oder 29,95 € pro Box, je nachdem, welche Aboform du so wählst. Und sie ist prall gefüllt mit Produkten aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Food. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt im Sommer drin haben werden. Vielleicht einen guten Lichtschutzfaktor, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Vielleicht in irgendein erfrischendes Getränk, vielleicht irgendeine leichte Geschichte fürs Gesicht. Irgendeinen leichten Lippenstift oder so. Mal schauen. Ich bekomme sie auf jeden Fall in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und vielen, vielen Dank an das liebe InStyle-Team. Ich finde das total cool, dass ich die Box vorstellen darf. Und ja, muss sie jetzt mal so langsam öffnen, Leute. Denn die wird gar nicht leichter, wenn ich sie so hochhalte. Ich habe jetzt hier einmal den Deckel entfernt. Und die ist vom Design her immer gleich. Es ist immer einheitlich, dieses Weiße mit dieser roten Schrift drauf. Finde ich total cool. Ganz früher hatten wir mal das InStyle-Magazin auch mit dabei. Es ist aber auch schon eine Weile her. Mittlerweile haben wir das dann so gelöst bekommen, dass wir die 3 oder 4 Ausgaben als E-Paper mit dabei bekommen. Drei Ausgaben InStyle E-Paper gibt es dann geschenkt. Genau. Und hier haben wir dann dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und das ist das InStyle-Magazin. Da sind die Produkte aufgeführt, nochmal ein bisschen intensiver beschrieben, wenn man irgendwelche Fragen dazu hat oder so. Und wir haben hier erstmal so ein Editorial von Kerstin Weng oder Weng. Das ist die Chefredakteurin. Und da schauen wir doch mal rein. Liebe InStyle-Fans, als Chefredakteurin eines Modemagazins werde ich nicht nur häufig gefragt, welche Tasche gerade als It-Bags gehandelt werden, sondern auch, was ich in meiner herumtrage. Neben den üblichen Verdächtigen wie Handy, Portemonnaie und Schlüssel findet man in meiner Tasche Sandförmchen von meiner 2-jährigen Tochter, das finde ich charmant, sowie einige Produkte aus unserer InStyle-Box Sommer. Allen voran eine große Tube Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Okay, da kommen wir gleich zu. Denn so sehr ich den Sommer liebe, bin ich auch eine große UV-Schutzverfechterin. Ich auch. Und gehe gerade im Sommer niemals ohne Sonnenschutz aus dem Haus. Denn nichts fördert die Hautalterung so sehr wie direktes Sonnenlicht. Daneben kullert mein Lieblingsschminkpinsel in der Brush Tube, einem praktischen Aufbewahrungstool, das dafür sorgt, dass der Pinsel sauber und heil bleibt. Mein Make-up bewahre ich in meinem Sonnenbrillen-Etui. Das ist nämlich gerade leer, weil ich meine Shades an der hippen Brillenkette, geil, die sie ebenfalls in unserer Summer Edition Box finden, um den Hals trage. Ich bin gespannt, welche dieser Produkte bald in ihre Tasche wandern. Übrigens, mein It-Bag-Tipp für den Sommer 2021 sind Shopper ausbast. Darin bekommt man neben Sandspielzeug sogar die gesamte InStyle-Box unter. Genießen Sie den Sommer. Ihre Kerstin Weng oder Weng. Sehr geil. Hier wurde natürlich schon ein bisschen gespoilert. Aber wir spoilern jetzt ja eh die komplette Box. Also ich bin echt gespannt. Das wäre natürlich... Also ich gucke jetzt schon durch. Böse Claudia. Nicht tun. Spoiler dich nicht so. Ich wollte mal kurz gucken. Die Preise stehen da, glaube ich. Nee, die stehen nicht mit dabei. Die recherchiere ich dann im Internet. Ne? Ich verlinke euch aber auch die einzelnen Produkte unten in der Infobox. Dann könnt ihr da auch nochmal auf die Homepage schauen. Und wenn ihr möchtet, nachschauen. Prost übrigens, weil super warm. Natürlich, bevor ich gleich auch in den Pool springe, ich habe schon auf dem Gesicht meinen Lichtschutzfaktor 50. Ich habe es auf meinem Körper auch schon drauf. Ich muss gleich nur noch in meinen Badeanzug oder mein Bikini hüpfen. Ich glaube, es wird heute ein Badeanzug. Hier oben verlinke ich euch mal meinen Capschi-Haul. Ich glaube, ich ziehe tatsächlich diesen sehr fancy, offenen am Bauch Badeanzug an. Mal gucken. Achso, die InStyle-Box schaut so aus. Ne? Da haben wir ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengeklebt wird. Sammy. Und den öffnen wir. Und er ließ sich, ohne das Papier zu zerreißen, öffnen. Finde ich total klasse. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Ein bisschen Werbung fällt uns entgegen. Und ich rieche mal dran.
kommt kein Duft raus, aber ich sehe schon so viele geile, schöne Produkte. Oh mein Gott, es wird cool. Es wird cool, Leute. Ich freue mich. Also schon dieser Teaser in diesem Editorial. Übrigens, falls ich euch zu viel quatsche, kann durchaus passieren, denn ich rede sehr gerne. Hier sind Timestamps. Ihr könnt einfach weiterhüpfen und dann so euch durchklicken. Oder für die ganz Schnellen unter euch. In der Infobox stehen die Produkte ja eh aufgeführt. Also von daher, tobt euch aus. So, ich starte mit dem ersten Produkt. Und das ist von Anima Aromatics. Mood, Energetic, Joyful, Delighted, Eau de Parfum, geil, 40 ml, Emotional Perfume ist das, da bin ich ja gespannt drauf. Also sowohl Nagellacke als auch Parfums als auch dekorative Kosmetik landen jeden Monat in meinem Full Face Beauty Boxen, was ich immer monatlich abfilme und das kommt da auf jeden Fall mit rein, da kann ich das auch nochmal genau testen mit euch zusammen. Da bin ich ja gespannt, ob ihr jetzt die Flasche... Oh, sehr maritim sieht das aus. Happy Spirit. Sätze kann sie auch nicht mehr zu Ende sprechen. Ich war sehr gespannt, wie der Flakon aussieht. Ich habe heute Morgen Parfüm aufgelegt, aber es ist 17.49 Uhr. Da kann ich mir jetzt auch was drüber schießen. Okay. Sehr maritim. Also aquatisch, ne? Ist das ja dann... Sehr, sehr aquatisch, okay, aber sehr frisch, was natürlich auch passt, weil man möchte sich erfrischen. Ich weiß nicht, ob ich das als eher weiblichen oder als eher männlichen, maskulinen Duft so sehen würde. Ich glaube, so ein Zwischending, also es wäre schon so ein Unisex. Ich habe euch auch mal die Duftnoten eingeblendet. Hier steht drin Bergamotte, Ingwer, Zedernholz. Siehst du, wegen dem Zedernholz und Mandarine. Wegen dem Zedernholz habe ich nämlich auch so ein bisschen gedacht, könnte maskulin sein. Aber es ist schön. Also auch die Verpackung ist jetzt nicht unbedingt klar weiblich. Aber sowas mag ich ja auch immer ganz gerne. Wenn du halt nicht immer so klare Produkte für Mann oder für Frau hast. Ich persönlich bin eher ein Fan von blumigen, fruchtigen Düften. Aber wenn es ein Tag wie heute ist, wo ich den Hausputz gemacht habe, rieche wie ein Iltis und einfach nur ein bisschen Frische drauf haben will, ist sowas nicht verkehrt, ich sage euch das. Finde ich gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Und das ist das, was schon angeteasert worden ist. Das ist von Louis Vuitton. 50 plus all day, eine liposomale Sonnenmilch für jeden Hauttyp und extrem sonnenempfindliche Haut. Es ist wasserfest und schaut so aus. Es ist jetzt die Zeit, und das finde ich auch ganz gut so, wo wir richtig viel Sonnenschutz auch in den Boxen drin haben. Ach, guck mal, das ist ja auch cool. Da hast du nämlich hier oben diesen Prümpel. Das ist für die Lippen. Das ist so ein, Lippenbalsam, ne? Finde ich auch klasse, denn die Lippen kriegen auch schnell mal was ab. Und hier, wenn man das dann aufdreht, hat man dann den Ausgang von der Tube. Das ist ja cool. Sehr schlau gelöst. Also da sind 25 ml enthalten. Finde ich klasse. Sobald mein aktueller leer ist, wird das hier in Anwendung kommen, weil das so sinnvoll ist. Finde ich gut. Protects the skin and the ocean. Also da sind die auch noch so ein bisschen meeresorientiert. Finde ich auch schön. Schön, 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 schön. Wenn der jetzt noch nicht, also auch noch einer ist, der nicht weiß hält, dann ist das perfekt für mich, ne? Denn 50 plus brauche ich auf jeden Fall. Hier haben wir was drin und das ist ja einer meiner Lieblinge, ne? Waterdrop, habt ihr eben selber gesehen. Ich habe eine Kooperation mit Waterdrop. Ich liebe die. Die sind echt klasse. Das hier ist jetzt die Relax-Richtung und die hat irgendwie Hibiskus auch mit dabei. Steht jetzt hier hinten nicht drauf. Aber das finde ich total genial. Ich finde es so, so lecker und es ist sehr erfrischend. Ich persönlich mag es und mich persönlich animiert es auch sehr, sehr, Wasser zu trinken. Geht nicht jedem so. Ich habe auch mit Freunden da auch drüber gesprochen. Die waren auch zu Besuch, haben das dann auch probiert und haben gesagt, schmeckt ja nach wie vor oder ist es nach wie vor Wasser? Natürlich ist es nach wie vor Wasser, aber mit einem Hauch von ein bisschen Geschmack. Und es animiert ein bisschen mehr durch diese ganze florale und bunte und fruchtige Geschichte, die auf den Flaschen und auf den Verpackungen drauf ist. Rastig aus, finde ich cool. Hier ist übrigens Love drin. Love ist einer meiner absoluten Lieblinge mit Schisandra. Aber egal. Finde ich cool. Und hier haben wir, glaube ich, 3 Stück drin. Ja. Also da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen, wenn man die in Stylebox bekommt. Dann kann man das mal ausprobieren. Und so ein bisschen mein Ich liebe Waterdrop-Hype nachempfinden, ne? Ich liebe es wirklich. Es sind halt so kleine Brauseviecher, die machst du dir in Wasser. Ich verwende halt wirklich das in so einer kompletten Flasche oder in einem kompletten Liter. Und man kann das aber auch wirklich nur in einem Glas machen, je nachdem, wie intensiv man das vom Geschmack her haben möchte. Und das löst sich dann auf. Das sind natürliche Inhaltsstoffe. Und ich finde es einfach geil. Also volle Empfehlung meinerseits.
Jetzt kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar von Lancaster. Das ist der Golden Tan Maximizer. Da hast du einen Monat länger was von deiner Bräune. Eine Aftersun Lotion. Heißt, wenn ich im Garten war und hoffe oder will, dass meine Beine wirklich irgendwann mal braun werden oder braun bleiben, mache ich das danach drauf, damit die Bräune länger hält. Ich hatte davon schon mal 2 insgesamt von diesen Tan Maximizern aufgebraucht. Ich weiß nicht. Also ich habe da auch in dem Aufgebraucht-Video gesagt, ob ich jetzt diesen Tan Maximizer von Lancaster verwende, der ja wirklich ziemlich hochpreisig ist, oder eine ganz reguläre Aftersun Lotion oder eine ordentliche Feuchtigkeits-Body-Lotion, ist eigentlich Pelle, ne? Es pellt sich halt deswegen ab, weil die Haut verbrannt ist oder nicht mit Feuchtigkeit versorgt ist. Knallt euch da ordentlich Feuchtigkeit drauf, dann passiert es halt nicht, oder vermeidet halt lange in der Sonne zu liegen. Und ja, also ich werde es verwenden, aber ich bin da jetzt nicht so ultramäßig Fan von, muss ich gestehen. So, dann haben wir etwas hier drin von Sebamed, das ist eine Creme, die Anti-Aging Faltenfüller-Creme, aufpolsternd mit dreifach Hyaluron-Komplex. Sebamed ist eine Marke, die wir öfters mal in der InStyle-Box finden. Die richtet sich nämlich nicht unbedingt an die Teenie-Lady, sondern an die Frau, die einfach schon die ersten Fältchen hat oder voll im Leben steht, um das mal so zu sagen. Also ich fühle mich damit immer sehr angesprochen und deswegen wäre das tatsächlich auch ein Produkt für mich. Ich habe auch sensible Haut, da kommt Sebamed immer ganz gut, weil das pH hautneutral ist mit 5,5. Ja, und das ist immer ganz fein. Ich gebe sowas meistens an meine Mama weiter, also an meine Mama oder an meine Schwiegermama, an meine Stiefmama, an meine Schwiegermama in Spee, an meine Stiefschwiegermama in Spee. Merkt ihr was? 2 Scheidungskinder in einer Beziehung, es ist ein Traum. Auf jeden Fall, ja, da ist es auch gern gesehen, weil die alle sehr sensible Haut haben. Und Sebamed ist einfach auch bekannt dafür, dass es eine sehr hautfreundliche Marke ist, ne? Von daher bin ich immer froh, wenn ich sowas mit da drin habe, denn damit kann ich die Damen in meiner Umgebung sehr glücklich machen. Ist halt so ein ganz klassischer Tiegel, da sind 50 ml drin und hautfreundliches Produkt. Ja, finde ich auch schön, dass es dabei ist, weil Hautpflege ist halt super wichtig, ne? Sollte man nicht vergessen. Aber die Box ist nach wie vor sehr prall gefüllt. Hier haben wir die Brush Tube drin, das finde ich ziemlich ulkig. Ich habe letztens erst die Glow Pro Box öffnen dürfen, weil ich Glow Pro irgendwie ausgewählt wurde. Also ich bin ein Glow Pro und dann kann man monatlich sich anmelden, dass man ausgelost wird, um die Glow Pro Box zu öffnen. Ich verlinke euch hier oben die Box, dann wisst ihr, was ich meine. Ist ein bisschen verwirrend. Da war das auf jeden Fall mit drin. Finde ich sehr, sehr geil, denn wenn ich verreise, reicht mir ein so ein Ding bei weitem nicht. Und ich guck mal eben. Ich müsste das ja hier drin haben. Ja. Ich bin nämlich hier in die Ecke gestellt, weil aktuell, ja, ich habe ein Sportbra an. So freizügig sieht man mich ja auch sehr selten, aber es ist einfach so wahr. Auf jeden Fall befindet sich in dieser Verpackung dieses Produkt. Als ich die Glow Pro Box ausgepackt habe, war das echt ein Akt, das Ding zu öffnen, weil ich nicht gerafft habe, dass man es einfach abziehen kann. Und so kannst du es machen, um deinen Pinsel einfach reinzustecken und hinzustellen, wenn du zum Beispiel an deinem Urlaubsort angekommen bist. Und wenn man den Pinsel halt mitnehmen möchte, nimmt man einfach einen Pinsel, steckt ihn hier rein, zieht ihn unten durch und dann hast du natürlich hier die Pinsel schön drin verstaut. Dann kannst du oben wieder das Stück drauf machen und dann splattert er nicht so in der Gegend rum. Finde ich klasse, da kann man auch mehrere Pinsel nehmen und meistens reicht es auch, wenn man irgendwie 3 Pinsel nimmt oder so, dann hast du ja dein Fullface zusammen, ne? Also für mich reicht es eigentlich meistens so im Alltag schon. Und jetzt habe ich halt 2, was praktisch ist, weil wenn ich mal irgendwann verreise, dann reicht es mir nicht, wenn ich nur 3 Pinsel mitnehme. Finde ich cool, dass es mit drin ist. Und das kann man auch ganz regulär bei DM zum Beispiel kaufen. Habe ich nämlich auch gesehen, als ich für die Glow Pro Box die Infobox recherchiert habe, wobei das die Glow Pro bei DM Box ist. Also von daher war es klar, ne? Aber finde ich cool. Das ist ein praktisches Tool. So, was ist denn als nächstes hier mit dabei? Oh, schöne Marke. My New Hair. Habe ich aktuell das Keratin-Shampoo, glaube ich, in Anwendung. Und ich finde es richtig klasse. Das hier ist das Volumenspray. Sofort mehr Fülle und Griffigkeit mit Reisprotein und Quinoa. Das ist ein veganes Produkt. Verwende ich jetzt nicht so unbedingt, weil ich jetzt kein Fan von Hairstyling bin, ne? Deswegen, aber ja, wenn ich da mal Bock auf Volumen habe, kann ich dazu greifen. Es ist halt sehr praktisch oder sehr freundlich, weil das halt nicht dieses wie so ein Deo-Sprüher ist, sondern halt wie so ein Parfum-Sprüher. Sieht man, glaube ich, hier auch ganz gut. Und das heißt, du hast dann nicht diese
ich glaube, Aerosole sind das oder so, die du dann ja sonst mit da drin hast. Die dürfen dann ja nicht mit dabei sein. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eigentlich umweltfreundlicher, das dann so zu haben. Deswegen finde ich das ganz cool. Ja, verwende ich persönlich jetzt nicht so intensiv. Und hier haben wir auch ein Shampoo mit drin. Das finde ich gut. Und das ist das passende Shampoo dazu. Volumen und Glanz für feines, kraftloses oder plattes Haar habe ich mit Reisprotein und Vitamin B6, 300 Milliliter und vegan. Und das ist auch ein Produkt, was man sich easy peasy nachkaufen kann, weil das gar nicht so ultra teuer ist. Das finde ich ganz nett, dass sowas halt auch mit drin ist. Ja, das finde ich wirklich positiv. Ich stehe mal drauf, wenn wir hier Produkte drin haben, die halt super hochpreisig sind, weil ich sage, kabam, geil, ich habe hier voll den Schnapp gemacht, 25 Euro für die Box ausgegeben, also theoretisch, und habe dann voll das krasse Produkt drin, ne? Wie wahrscheinlich das Parfum oder wie bei dem Lancaster. Aber wenn ich dann sowas drin habe, was ich ja regulär auch in der Drogerie so nachkaufen kann, finde ich das halt cool, weil das auch so ein Verbrauchs- und Gebrauchsprodukt ist. Und wenn ich mich darin verliebt habe, möchte ich mir das auch nachkaufen können, ohne gleich 30 Euro dafür bezahlen zu müssen. Ne? Das ist so meine Einstellung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ne, das können wir uns gerne mal austauschen. Das Einzige, was ich hier so moniere, was ich bei meinem Shampoo auch ein bisschen aktuell etwas nervig in der Anwendung finde, du musst halt immer diesen Prömpel rausdrehen. Und wenn ich halt mir meine Haare wasche, muss ich dann hier, ne, und so, und den Prömpel halt auch gleichzeitig in der Hand, ist immer ein bisschen umständlich. Aber ich bin halt, ja, manchmal auch ein bisschen faul. Riecht ganz angenehm fruchtig tatsächlich. Mag ich gerne, doch. Gefällt mir. Schön. So, was haben wir denn hier noch drin? Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Okay. Wir haben auch so ein Rituals hier drin, Leute. Wie geil ist das denn? The Ritual of Mare. Energize Your Soul. Energizing Foaming Shower Gel. Das ist mit Sweet Orange and Cedarwood. Und da habe ich letztens erst die Body Lotion leer gemacht. Die hatten wir nämlich in der Pinkbox, glaube ich, drin. Und ich war sehr traurig, als ich die leer hatte. Und jetzt haben wir hier dieses wundervolle, geil, Duschgel mit drin. Und da freue ich mich gerade extrem drüber. Ich mag den Duft. Das ist einfach jetzt gerade Sommer. Zedernholz damit dabei. Orange. Ne, eigentlich mag ich die beiden Düfte an sich auf meinem Körper jetzt nicht so unbedingt, weil ich nicht sagen würde, dass ich diese zitrischen Düfte gerne mag oder dass ich diese holzigen Düfte auf meinem Körper gerne mag. Aber das in Kombination in diesem Produkt, beziehungsweise in der Bodylotion oder in dem Bodyschaum, den ich hatte, mega geil. Also wenn, oh, richtig geil. Wenn du das riechen könntest, das riecht so gut. Mega, mega, mega geil. Und ich habe mich gestern oder vorgestern noch mit meiner Freundin über Rituals unterhalten, denn sie hat mal bei Rituals gearbeitet und Ritual of Mare scheint so eine neue Reihe von denen zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt Happy Buddha ablöst oder so, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr darüber Bescheid wisst, aber das erinnert mich halt auch dufttechnisch daran, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Danke. Also danke. Ja, tatsächlich danke. Ne? Danke, liebes InStyleBox-Team. Und jetzt haben wir hier noch ein Produkt mit dabei. Und das passt natürlich jetzt auch super krass in die wir müssen uns abkühlen Saison. Die packst du dir aber bitte in den Kühlschrank. Ne? La Mer Ultra Hydro Boost No Perfume Multi Effect Eye Patches mit Biozellulose. Die hatte ich auch schon mal. Und Leute, das sind wirklich sehr, sehr pflegende, angenehme Augenpatches, gerade wenn du dir die schön im Kühlschrank vorher packst. Traumhaft. Und dann legt man sich mit diesen Augenpatches ins Pool und dann wird man braun quasi, also sofern der Lichtschutzfaktor es zulässt, außer unter den Augen. Egal, hast du deinen automatischen auffällenden Effekt schon direkt mit dabei. Nein, finde ich cool. Ich persönlich bevorzuge es halt einfach mehr, wenn ich diese Augenpatches in Pöttchen habe, wo halt so, keine Ahnung, 20, 30 Anwendungen drin sind, ne? Gibt es ja auch relativ günstig mittlerweile zu kaufen, aber wenn sie in Boxen mit drin sind, werden sie auch verwendet. Ihr Lieben, halt, stopp! Ich wollte gerade nämlich das Thumbnail machen und habe nochmal das Krüppelpapier hochgenommen und da habe ich natürlich die angekündigte Maskenkette gefunden, beziehungsweise Brillenkette. Die kann man ja auch kaufen bei DM zum Beispiel, von Ebelinde habe ich ja schon zwei und ich liebe sie. Gestern wurde ich tatsächlich noch auf meine Maskenkette angesprochen, als wir im Baumarkt waren. Läuft. Und die Kassiererin halt meine Kette gesehen hat, meine Maskenkette, und da sagte sie auch, das ist ja mal eine gute Idee. Ja, nee, ja. Sie sagte, pfiffig gelöst, das ist ja mal eine gute Idee. So hat sie es gesagt. Genau, auf jeden Fall ist das eine roségoldene, und das finde ich ja schon mal großartig, Brillenkette eigentlich. Da hast du hier oben die Möglichkeit, das an die Brillenträger dran zu machen. Dann hast du hier diese Viecher, die Haken, die kannst du an der Maske befestigen. Hier haben wir Perlen dran. Und das, was quasi hinten ist,
ist ohne Perlen. Sonst wird es nämlich am Hinterkopf nerven. Das finde ich richtig schön. Also hätte ich fast vergessen zu zeigen. Und es ist mit das geilste Produkt in der Box, ne? Geil. Das war jetzt das Unboxing von der InStyle-Box und ich bin begeistert. Also sie hat mir wirklich gut gefallen. Die angeteaserte Strandtasche hätte ich gerne auch noch mit dabei gehabt. Ich weiß nicht, ist die vielleicht irgendwo noch als Gutschein mit dabei? Nein, nicht. Aber ich habe so eine Tasche. Dann kann ich da auf jeden Fall die Sachen reinpacken. Na gut. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt Bock, mit den Produkten einen Strandurlaub zu verleben. Ja, im eigenen Garten, an unserem Teich, mache ich gleich. Ihr Lieben, das war ein Reim. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!